Bing, bing. Bring bloß keine Käfer oder Feuer-Pokémon hierher. Käfer habe ich nicht, aber Feuer. Ich habe so Käfer-Pokémon auf Bilds PC, aber... Nee, soll ich jetzt hier mit meinen Käfer-Pokémon? Die will ich ja nicht skillen. Ist ja schon ein Smetpo. So. Und reicht das? Nein. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich will schon, ob ich die Arena-Leiterin einfach mache, ohne zum Pokémon-Center zu gehen. Auch wenn nur Texo ist, dann vielleicht besiegt er während des Kampfes. Und erreicht Level 35. Höre wird Duflo in den Kampf einschicken. Nein, möchten wir nicht. Wenn die anderen den Rest machen können. Volltreffer. Attacke ist effektiv. Duflo wurde besiegt. Lutexo 649 EP bekommen. Du Grobian. Ach, so grob, ey. Nur weil ich dich besiegt habe. Bing, bing. Ich habe die Ehre. Ich liebe Pokémon-Kämpfe. Ja, ich auch. Deswegen spiele ich das Spiel. Und das ist eigentlich das Einzige, was mir rundenbasiert irgendwie Spaß macht. Oh wei, haben wir auch noch nicht gehabt. So. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ne. Reflektor. Genau schon. Oh wei, er hätte Panzer. Oh, wollte schon Schlitze reichen, um die Eier zu zerstören. Volltreffer! Ja, vor allem mit dem Volltreffer. Oh, bei Wuppedeet und 546 EP bekommen. Schöner, ausgezeichnet. Also, ich mit Level 36 erst, Lurak dann. 2003, das glaube ich nicht, dass wir so viel bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Mal eben gerade was gucken, eigentlich. Pokédex. Gesehen 72 Pokémon und 34 haben wir. Ist ja schon nicht wenig, was wir gesehen haben. 72? Schon fast die Hälfte. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du, meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Ich liebe die Käfer, die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Tja. Wenn du mein Setup siehst, dann würdest du so nicht so großkotzig sein. Erika möchte kämpfen. Hat gerade mal 3 Pokémon. Setzt Tinkala ein. Haben wir auch noch nicht gesehen, meine ich. Okay, das ist schon Level 30. Das heißt, dann doch schon einiges an EP. Und da haben wir einen Volltreffer. Klammerangriff, ne? Ist ätzend. Aber aushalten. Glut, zack, Tinkala weg. 2300 EP? Insgesamt mit allen dreien? Na, 1066. Könnte klappen. Möchtest du einen Pokémon? Nein, möchte ich nicht. Kampfglut. Und wieder ein Volltreffer. Sehr effektiv. Säure. Okay. Das war gar nicht mal so schlecht. Die Attacke ist effektiv. Die Garo besiegt und 1035. Ja, das sollte dann reichen. Außer Glutexo wird jetzt doch irgendwie besiegt. Giflor. Hatte die gar kein Giflor? Ich dachte, die hätten einen Giflor gehabt. Wobei ich glaube auch, dass die Trainer tatsächlich ja nicht nur Giovanni jetzt im Casino, sondern auch generell ein paar Trainer andere Pokémon haben. Supertrank, ja, ist okay. Andere Pokémon haben als in der blauen oder roten Edition. Effektiv. Hier nochmal eine Säure. So, sollte jetzt aber es gewesen sein. Und dann durfte ich jetzt Level 36 mit Glutexo haben und dann hoffentlich wird es endlich ein gut Lurak. Du
Klode besiegt. Glutexo erhält 900. Komisch, dass es das am wenigsten gibt, ne? 904 EP. Und Glutexo erreicht Level 36. Fredo besiegt Erika. Ich muss mir meine Niederlage eingestehen. Ja, und ich habe nur ein Pokémon eingesetzt und das war geschwächt. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Fredo gewinnt 3168. Ey, Glutexo entwickelt sich. Ja, endlich kriege ich mein Glurak. Wird auch Zeit hier. Da, mein Glurak. Ich sehe dich schon, Ja, ich liebe Glurak. Glutexo wurde zu Glurak. Einfach das für mich geilste Pokémon, weil ich absoluter Drachenfan bin. Ne, und deswegen habe ich das auch in meinem Kanalbanner. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deine Befehle befolgen. Außerdem können deine Pokémon nun stärker außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Fredo erhält TM21. TM21 ist Megasauger. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Jo. Das war jetzt richtig easy going. Einmal bitte ich hier rausschneiden. Wow, haben wir endlich mal Glurak. Also tatsächlich Level 36 brauchen wir. Pokémon, wen bringe ich als nächstes hoch? Ich glaube, Nido. Rido. Da habe ich Bock drauf, dass er endlich ein Nido King wird. Ich glaube, Pikachu wird jetzt doch ein bisschen hinten anstehen. Einfach weil ich die End-Pokémon endlich gerne haben möchte. Also die letzte Entwicklungsstufe dieser Pokémon. Ja, damit haben wir hier eigentlich alles erledigt und können hier auf jetzt zum Pokémon-Turm gehen. Wir heilen die Pokémon, machen sie wieder fit. Heilen. Okay, will ich deine Pokémon. Ja. Gibt da nicht jetzt viel zu sagen, ne? Können wir das hier machen? Kommt wieder halt wieder vorbei. Wir können denn jetzt Item Fahrrad. Grad mal gucken, wenn wir jetzt hier nach links fahren. Weiß ich gar nicht, wo wir da rauskommen. Also hier ist Relaxo. Pokémon. Nein, ich Glurak. Zerschneider. Okay, können wir gerade gucken, was wir hier an Pokémon bekommen können. Vielleicht nochmal was fangen, was wir noch nicht haben. Oh ja! Ein Dudu! Ja, können wir mit Nidorino, denke ich mal, eben noch kurz mit dem Tackle schwächen. 6 Level Unterschied. Ja, Volltreffer passt. Item Pokéball. Ja, komm, versuchen wir es mal. Item kann nicht benutzt werden. Was? Pokémon Box? Die Pokébox ist voll. Das Item kann nicht benutzt werden. Welche Pokébox? Hallo, dann nur eine andere. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich das Dodo hier besiegen? Was ist denn hier los? Kadabra teleportieren. Bobs ins letzte Pokémon Center. Hä, die hat doch mehrere Boxen. Ich habe doch nie. Ja, ich habe ja kaum Pokémon. Muss ich jetzt alle rüber transferieren oder was hier? Bild PC hergestellt. Ja, das Pokémon-Lagerungssystem. Box wechseln. Vor einem Box ist der Pokébox in das Spiel gespeichert. Ja. Toll. Warum machst du das nicht einfach von alleine? Mann! Okay. Fahrrad. Los jetzt hier. Zack. Noch ein bisschen höher. Du, dann hier runter. Ey, okay, das ist aus dem Weg, Mädchen. Und Pokémon. Dieser Knosp. Zerschneider, bitte.
Und jetzt wieder ein Lulu. Hoffentlich war das jetzt nicht so selten hier. Dann krieg ich jetzt nur Topsies. Nein, da haben wir ein Lulu. Los, Nidorino. Wir brauchen lang. Schlange ist echt keine Pokémon mehr so gefangen, ne? Da müssen wir jetzt echt mal wieder ein paar ranholen hier. Heuler. Ja, dann heul du mal rum. Item, Pokéball. Hui. Und? Ey, na, ist doch nicht wahr, ey. Also mit Superball klappt es auf jeden Fall, aber ich verbrauche jetzt eben die Pokébälle. Weil sie sind ja eh da. Ja, und hat gereicht. Dodo wurde gefangen. Und ein neuer Eintrag für Dodo und Pokédex angelegt. Du, Vogel, dieses Pokémon kann nicht gerade gut fliegen. Dafür kann es mit seinen Beinen sehr schnell laufen. Ja, immerhin, ne? Dodo wurde auf PC übertragen. Jetzt würde ich gerade drüber nachdenken. Ich habe ein Evoli gefunden. Ich habe das einfach gefunden und mitgenommen. Das ist schon ein bisschen dreist, ne? Ah, toll, da gibt es einen 26er, ne? Ist jetzt nicht weiter wichtig. Aber wäre natürlich gar nicht mal so verkehrt, das zu nehmen, um dann ein... Boah. Über die Weiterentwicklung von Dodo. Boah, ich weiß es gerade nicht. Tackle. Warum ging die jetzt daneben? Wegen dem Heuler hier, oder was? Nee, das ist Angriff. Hat nicht Genauigkeit. Volltreffer. Gut besiegt. Status. Mal gucken, was braucht der für Level Up? War schon noch einiges, ne? Gucken wir nochmal, was wir hier noch auch finden. Kann sein, dass es ja mehr als nur ein Dodo hier gibt. Radikal haben wir auch noch nicht. Da, ja, genau, wegen dem Superball. Bei der Fete. Tackle. Ja, ist nicht wild. Gerade. Ja, mach du mal deinen Rutschlag hier. Dann kann ich dich noch ein bisschen downhauen. Ja, Volltreffer. Sehr gut. Item. Pokéball. Pokéball flieg und fang das Radikal. Pass auf, jetzt funktioniert das, ne? Ja, klar, ey. Logisch. Warum hat das nicht so im ersten Radikal funktioniert? Ah, für Radikal wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ratte. Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über Schwimmhäute. So kann es in Flüssen jagen. Ey, das wusste ich noch gar nicht. Nein, möchte keinen Spitznamen geben. So. Haben wir auch endlich mal ein Radikal. Gucken wir, was es hier noch gibt. Ein Ibitag. Ja, hallo, ey. Sehr gut, sehr gut. Tackle, machen wir eine Tackle. Okay, nicht schlimm. Ja, natürlich nächstes Pokémon. Brauche ich nicht Bisa Knosp. Das ist nicht unbedingt die beste Wahl, aber ist halt wenigstens nicht zu stark. Dass mir der weghaut. Ja komm, reicht jetzt hier aber. Reicht hier, hallo. Hallo! Was soll denn das? Ist aber auch viermal getroffen. Ich glaube, Takt hier, ey. Bisschen was sollte ich vielleicht schon an Damage machen. Ist dann nicht wahr. Also. Ja, okay, solange er nur Heuler macht. Aber das stinkt natürlich mein Angriff. Aber immer mache ich gar keinen Damage mehr hier. Aber egal, ich muss ihn ja nur so weit runter haben, dass er sich halt nicht aus dem Pokéball befreien kann. Zack. Okay. Haben wir noch überlebt? Das kommt schon. Tackle. Ich brauche mehrere Pokémon. Ich brauche mehr Pokémon. Damit ich die Items kriege. Bin schon nicht gerade weit.
was die Anzahl angeht. Ich könnte eigentlich mehr haben. Aber liegt aber auch einfach mit daran, dass ich einfach nicht die abseits meiner Standard-Pokémon. Nein, jetzt macht er hier seinen Fohlenschlag wieder, ey. Abseits meiner Standard-Pokémon einfach nicht, ja, natürlich. Andere Level, um die zu entwickeln. Ja, dann wird das jetzt noch Ewigkeiten länger dauern. So, Superball sollte, denke ich, mal reichen. Zack. Fangen wir das Eevee-Tag. Oh, ist doch nicht wahr. Fast geklappt, ey. Ich glaube, Eevee-Tag war immer schwer zu fangen. Hör auf damit. Los, ab in den Pokéball. Jetzt rein da. Und drin bleiben. Drin bleiben, drin bleiben, drin bleiben, drin bleiben, drin bleiben, drin bleiben und drinnen. Wunderbar. Eevee-Tag wurde gefangen. Für Eevee-Tag wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Dieses Pokémon gehört einer sehr alten Spezies an. Wittert es Gefahr, so fliegt es sofort davon. Möchtest du Eevee-Tag einen Spitznamen geben? Nein. Eevee-Tag wurde aufs Bild PC übertragen. So ist gut. Was haben wir jetzt hier noch? Ein Dudo. Ja gut, kennen wir schon. Kadabra. Tja, machen wir mal kurz einen Ziehstrahl. Sollte eigentlich gut reinhauen. Ja. Zack, wurde besiegt. Jetzt können wir noch ein bisschen gucken, was wir vielleicht noch irgendwie eins hier finden. Und ansonsten können wir so lange Kadabra einfach mal ein bisschen skillen. Dass der einfach mal noch ein bisschen stärker wird, weil der muss auch auf 36 kommen, um Simsala zu werden. Und dann ist ja noch lange nicht Ende, weil dann müssen die noch stärker werden, damit ich überhaupt hier die Pokémon-Liga auch schaffen kann. Weil nur weil die letzte Entwicklungsstufe haben, heißt es ja nicht, dass es dann ausreicht. Ein Eevee-Tag. Also geht es ja auch relativ schnell, ne? Hier mit Psychstrahl macht ja einfach so viel Schaden, dass man sich jetzt auch nicht Ewigkeiten aufhält mit diesem Pokémon. Und Kadabra erreicht Level 28. Das ist schon ganz nett so. Guck mal, ich würde Pikachu wahrscheinlich dann auch noch mit Donnerblitz hier machen. Dass also das hauptsächlich als Vögel sind, kriegen wir die ja dann auch recht schnell und einfach down. Und Pikachu kann dann auch gut noch ein paar EP abgreifen, damit er eben nicht so hinterherläuft. Zack. So. Zumindest die AP, die ich habe, kann ich ja verbrauchen. Wieder ein Eevee-Tag. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier noch ein Pokémon finde, was ich noch nicht besitze. Ja, immer direkt mit dem ersten Ding jetzt. Also, Eevee-Tags können jetzt viele kommen, ne? Vor 555 EP. Das ist schon ganz gut. Ja, ratzfatz, ey. Was soll denn jetzt hier so ein Ratzfatz? Reicht eigentlich auch Konfusion? Ja, reicht auch. Zack. Aber er gibt halt kaum EP. Aber Eevee-Tax, ey. Kommt, gib mir Eevee-Tax. Gib mir jede Menge Eevee-Tax. Ja, eine Weiterentwicklung davon. Das brauchen wir. Zack. Und wieder ein Volltreffer. Gibt auch wieder nur so wenig. Eevee-Tax. Ich will Eevee-Tax. Komm, da will ich wieder so ein Ratzfatz an hier. Ich glaube es nicht. Gibt mir viel zu wenig KP, so ein doofes Ratzfatz oder Habitat. Geht zwar easy going, aber da bin ich ja einfach unnötig lange dran. Ein Habitat sind 2,5 Ratzfatz. Da kann ich mal gucken, Dodo, habe ich gar nicht aufgepasst, wie viel die uns geben. Zack, Konfusion. Und. So, Volltreffer. Dodo besiegt. Und 301. Ja gut, das geht auch noch. Auf jeden Fall besser als Ratzfatz oder Habitat. Ah! Was soll denn das hier? Kampf, Konfusion.
Aber immerhin kriegen wir schnell EP. Das ist immerhin etwas.